Herzlich willkommen zurück hier bei einer Folge Verzockt. Den guten Minecraft. So, pass auf. Ich habe mir gerade so einen schönen Plan zusammengelegt. Ich hab's. Ach doch. Und zwar: nicht groß schreiben. Groß schreiben ist immer. Ist immer Kacke. Energetic Alloy. Heißt, wir brauchen ganz viele Double Layer. Was? Chunk. Moment. Sind die hinten so ausgerastet oder wie? Mehl, Mehl, Mehl. Holz. Uff. Nicht so schlimm. Weil wir müssen hier eh Gold, Glowstone, Redstone. Oh. Gold. 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 Haben wir mal irgendwie ein bisschen Platz hier. Glowstone haben wir auch eine ganze Ecke mittlerweile. Und Gott sei Dank auch Redstone. Na, was heißt? Ja. Es geht immer mehr. Habe ich irgendeinen anderen Schmarrn gemacht? Ja, printed. Das war mir auch irgendwie klar. Und das einmal bitte ganz kurz her. Jetzt brauche ich jetzt brauche ich natürlich noch. Das kann alles weg. Dann brauche ich natürlich nochmal drei Redstone. Sode. Wie sieht das aus? Haben wir zu viel Exporter? So, ihr beide könnt weg. La Push. Pull. Ja, schön. Haben wir super gemacht. Chunk waren das, ne? Ja.
das nämlich durcharbeiten. Und wie sieht das hier aus? Kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt ein bisschen zu wenig an gerade. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast Sand. Du hast Sand. Du hast das. Du hast das. Was ist denn mit Gravel los? Haben wir überhaupt keinen Kies mehr? Du hast einen Double drin, du hast keinen drin. Du hast einen Double drin, du hast einen Double drin. Das heißt, du brauchst noch einen Double. Du hattest einen. Du hattest keinen. Dankeschön. Die guten Capacitor Banks, die brauchen Electrical Steel. Und eine Redstone Lock. So, damit hätten wir schon mal 4. Und das hier ist dann dementsprechend ein Output. Und das hier ist dementsprechend ein Input. Sag mal, wo kriege ich denn jetzt im Moment so ganz Energie her? Stellen wir tatsächlich gerade so viel her? Im Plus, das kann ich mir beim besten Willen gar nicht vorstellen. Was ist denn das Problem im Moment? Okay, das hatte ich schon mal voll gemacht. Das hier. Warte mal. Du hast einen. Überall noch Double Layers rein, Mensch. Und jetzt habe ich keine mehr, ne? Das war klar. Na gut, bis 14 können wir auf jeden Fall schon mal arbeiten.
Okay, einmal Vollgas. Aha. Jetzt sieht die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Aber die Guten hier. Aha, der hat nämlich einen gehabt und der hatte keinen gehabt. Dann könnt ihr mich mal ein bisschen mehr Holz machen, weil ihr sollt. Nee, ihr habt kein Holz drin. Ihr auch nicht. Ihr auch nicht. Arbeiten gerade alle Mehl. Wie viel haben wir davon noch? Nichts mehr. Okay, das ist schon mal definitiv sehr beruhigend. Aber guck mal, Potatoes. Steigen jetzt die Potatoes an. Aber ich habe gesehen, wir haben auch wieder eine ganz gute Produktion an der Manure gehabt. Und damit wäre die erste Farm fertig. Die zweite Farm sogar auch. Okay. Ja, nice. Wir haben die Farm fertig. Beziehungsweise, naja, was heißt fertig? Aber zumindest ausgelegt und sowas alles. Zwei von denen, die müssen. Da kommen noch vier weitere rein. Aber erstmal für so eine Grundproduktion ist das schon mal nicht schlecht. Vor allem, jetzt kommt auch erstmal. Warum da nicht? Egal. So, graden wir nämlich die noch ab. Und du, genau, du fängst jetzt hier an. Mal ein bisschen was zu machen. Jetzt haben wir ja komischerweise ein Plus von 274. Was ist jetzt ausgegangen? Ich habe keine Ahnung. So, pass auf, das Holz. Du darfst dann auch Holz machen und du darfst es auch noch mal Holz machen. Wenn du das möchtest, irgendwann. Dass wir da nicht zu voll laufen. Dass die ja nicht zu leer laufen. Okay, die sind eigentlich alle voll. Aber ich sehe kein Charcoal.
Okay, 54, das ist natürlich vom Vorrat her nicht schön. Und vor allem, wir brauchen hier noch Kabel und Treated Wood auf alle Fälle noch. Das könnten wir noch schnell herstellen, das Treated Wood. Aber das braucht doch ein bisschen länger zum Herstellen. Dafür brauchen wir aber Planks, ne? So, ein paar Planks. Das kann rein. Ein Stack Kohle nehme ich nochmal mit. Canola-Farm können wir auch machen. Wir haben sogar eigentlich noch relativ viel Zeug hier drin. So, aber da ist halt schon Empty im Gelände. Nochmal zurück. Wenn wir jetzt hier schon mal so ein bisschen Holz dabei haben. Dann schmeißen wir es auch gleich mit rein. Dann ist es wenigstens durch. So, Coke haben wir. Ich hätte aber trotzdem ganz gerne noch Kapazitoren. Um halt einfach hier noch mal so ein bisschen, auch wenn es nicht viel ist. Ja, was heißt nicht viel? Ich meine jetzt mit einem Speicher von 65 Millionen, das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Perfekt, weil dann schmeißen wir mich mit unserem Generator nochmal an. Kann der nicht noch ein bisschen laufen? Dann machen wir nämlich das Ding hier einfach mal ein bisschen voller. Ja, der läuft ja eh noch nach. Machen wir hier wieder aus. 530 Eimer haben wir noch. Aber damit haben wir das Ziel, mehr oder weniger den Energiewürfel in dieser Folge bedeutend zu steigern, definitiv geschafft. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch tschüss. Bis zum nächsten Mal.